So, herzlich willkommen, herrlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Banished. Es geht weiter hier. Da sind wir wieder. Wir werden jetzt mal auf zwei stellen, damit das alles nicht so hektisch hier läuft. Nicht, dass uns hier was aus dem Ruder läuft. Ich hoffe, es macht Spaß, mir zuzugucken, wie ich ums Überleben kämpfe mit meinen Verbanden. So. Gut, die Holzvorräte, die steigen jetzt. Bäume wurden angepflanzt. Okay, das kann aber noch eine Weile dauern. Oh, hier steht noch ohne Ernte. Die hat er nicht geschafft einzubringen. Ach, guck mal, hier gibt es viel für den Herbalist noch. Quatsch, für, naja, oder für diesen Kräutersammler. So, wie sieht's aus? Ah, guck mal, hier sind die Dinger fertig geworden. Sehr schön. Wir haben bloß keine Arbeiter dafür. Ah, für den Taylor. Ein Taylor kriegst du. Und? Vier normalerweise. Da müssen wir wohl hier reduzieren. Da haben wir nur noch drei Bilder. Und dann müssen wir aber auch hoffen, dass neue Leute zuziehen. Das wird aber schwierig, weil ich schätze mal, die Hütten sind alle schon. Ah, da wohnt immer ein Paar und die dementsprechend dazugehörenden Kinder. Lebensmittel sehen ganz gut aus. Da könnten wir uns eigentlich leisten, uns noch ein paar Häuser zu bauen. Werden wir mal einfach riskieren. So. So. Und so. Erstmal drei Stück. Und wir auch unsere ganzen Dingensbummens hier vollkriegen. Gut, da ist noch nichts gebaut worden. Wie sieht es hier aus? Lagermäßig? Okay. Mal checken hier. Oh, zu 85% voll. Eieieiei. Ich glaube, da brauchen wir ein zweites. Das werden wir auch mal bauen hier. Nein, das ist es nicht. Warte mal, wo war das? Hier. Market, Storage, Barn, das ist, glaube ich, das hier. Storage, Barn, genau. Lass uns doch einfach mal einen zweiten Storage, Barn bauen. Weiß ich jetzt nicht, ob das richtig ist. Aber ich denke schon. So. Und da werden wir jetzt sogar die Priorität mal hochsetzen. Dass sie den hier bauen. So. Und dann würde ich da sogar noch einen Weg bauen. Hier, so. So. Oh, was ist denn mit dem da? Warum hat denn der da so ein Symbol? Weil er ist eigentlich ein Bauarbeiter oder was? Ja, er ist einfach. Er ist ein Bauarbeiter und kommt eigentlich zum Bauen, weil er so viel. Ich verstehe, ich verstehe. Hey, ich will nicht wegklicken, gut. Weil er so viel. Doch, jetzt. Nee, er geht jetzt bauen oder was? Mal gucken. Wollen wir ihn mal beobachten? Oder die Frau? Komm, wir checken auch gleich mal. Wir machen mal Pause. Machen wir Pause kurz und dann können wir mal checken. Also, das ist die Frau Kellington. Gender Kellington. Sie hat eine sehr gute Gesundheit, ist sehr glücklich, ist 21 Jahre alt. Die Klamotten sind in Ordnung, würde ich mal so sagen, was? Sie hat kein Werkzeug. Die Werkzeuge sind alle. Ach du Scheiße. Dann ist natürlich klar, dass sie nicht vorwärts kommen, die Leute. Ist natürlich ganz klar. Weil der. Oh, der Blacksmith, okay, an dem Blacksmith wird gearbeitet. Bus, da haben wir. Naja, da haben wir mit Mühe und Not können wir da noch einen Schmied reinsetzen. Wenn er fertig ist. Nahrungsmittel sieht gut aus, Feuerholz ist okay. Dann bauen wir mal den Blacksmith fertig. Weil wir haben nämlich kein Werkzeug mehr. Und das ist nicht gut. Ein Vorteil ist, dass der Winter jetzt vorbei ist. Das ist sehr gut. Wir haben 0 Grad Außentemperatur. Sehr schön. Gut, dann machen wir doch mal. Ja, gut, jetzt kann der Schmied nämlich hier Eisen herstellen. Quatsch, Werkzeug herstellen. Dann können Sie hier am Storage sparen bauen. Sehr schön.
Es regnet schon wieder. Wie sieht's denn hier aus? Wird hier weitergearbeitet? Ach, jetzt verstehe ich ja. Das Zeichen heißt, er hat kein Werkzeug. Nicht, dass er ein Bauarbeiter ist. Ja, Leute, gleich kommt neues Werkzeug. Allerdings hat er hier ein Problem und das wäre welches? Welches Problem hat er denn? Eisen haben wir genug? Oder ist das Full Limit erreicht? Woodcutter 1 von 1, okay, der baut. Achso, er war in Warteposition, gut. Okay, ihr baut hier weiter, das ist sehr schön. Ihr kommt natürlich jetzt ohne Werkzeug auch nicht so gut voran, verstehe ich. So, jetzt brauchen wir aber so langsam... gut, der kann dann wieder... Ach nee, das ist ja unser Arzt im Prinzip. Der Herbalist. Der sammelt ja Heilpflanzen. Und der hier, der sammelt Beeren und Pilze. Ja. Sehr schön. So, nach wie vor sieht es ganz schlecht aus mit dem Holz. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Holz so... Vielleicht können wir denen ja mal sagen, dass... Guck mal, er soll mal Holz fällen, sagen wir ihm mal. Gucken, ob wir dann... Hatte ich eigentlich noch so einen oder hatte ich eigentlich nur einen davon? Hier wollte ich noch einen bauen, wa? Ne, hier wird eine Hunting-Kabine gebaut, okay. Ah, ich dachte, ich hätte noch einen Forester gebaut. Ich würde doch jetzt spontan erstmal warten vielleicht. Wir werden mal hier noch ein... Holz... Wir werden mal hier noch ein... Na, wo ist er? Hier werden wir mal noch ein Stockpile bauen. Damit die nicht ganz so weit laufen müssen, sondern da auch ein paar Sachen mal hinlegen können. Das werden wir hier auch machen. Kleines. So. Selbst hier vielleicht. Ja, dass sie nicht immer alles tragen müssen, sondern es auch mal zwischenlagern können. Das wäre vielleicht eine Variante. Okay. So. Nach wie vor. Kapazität ist erreicht vom Storage. Ah, okay. Deshalb hatte ich ja auch gesagt, dass hier oberste Priorität ist, oder hatte ich das vergessen? So, jetzt haben wir drei Werkzeuge mittlerweile. Das ist sehr schön. Aber Holz ist super, super, super knapp. Hm, Holz ist super, super knapp. Und wir haben auch gar nicht genug Arbeiter. Hier hinten seid ihr noch am Holzfällen. Ja, okay. Okay. Ich würde jetzt mal nicht wagen, da einen Weg hinzubauen. Geht mir wieder so viel Kapazität verloren. Oder wollen wir mal... Nee, nee, lass uns erstmal die Gebäude fertig bauen. Ah, okay, die Klamotten sind auch... Wir haben jetzt 13 Klamotten mittlerweile wieder. Das ist sehr schön. Ich will auf jeden Fall, dass der hier noch fertig gebaut wird. Was haben die noch zu bauen hier? Ach, die bauen an dem jetzt, ja, okay. Naja, mach das. Aber noch lieber wäre mir, wenn ihr hier ranbauen würdet. Nee, nicht hier ran. Nee. Hier ran. Ach, da bauen sie ja auch. 45 complete. Dann stell doch den mal, können wir den nicht mal ausstellen, dass der nicht baut? Nee. Ich denke mal, um den kümmern, die sich jetzt, weil ich die Priorität hochgestellt habe. Okay. Hier ist er jetzt voll, 98%, okay. So, die kommen mit Holz. Man baut, 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 baut. 45%, Leute. Leute, Leute. Oh, guck mal, wie wenig Feuerholz wir haben. Ach du Scheiße, ey. Da muss ich noch einen zweiten bauen davon.
Wo ist denn der hier? Ein Woodcutter. Komm, wir bauen noch einen Woodcutter. Den können wir mal hier hinten hinbauen. Da ist nämlich unser... Hier bauen wir den mal hin. So. Okay. Hat er denn nun mittlerweile geschafft, hier die Häuser zu bauen? Eins davon, okay. Mittlerweile haben wir auch 4 Laborer wieder, das ist gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Häuser wir dann noch bauen müssen. Okay. Steine sind völlig alle. Das heißt, wir müssen noch einen Steinbruch bauen. Das werden wir jetzt auch mal verwirklichen hier, die Idee mit dem Steinbruch. Na, wo war das? Wo ist der Steinbruch? Hier. Der Steinbruch. Hier. Ich würde mal ganz unverschämt sagen, dass hier eine gute Stelle ist für einen Steinbruch. So. Da können wir sogar noch einen Weg bauen. Hier. Ein Steinbruchweg. Na, wo geht der lang? Hier. So. Und so. Und so. Und so. Okay. Ich weiß, die Kapazität ist erschöpft. Die bauen ja hier schon wie die Bescheuerten. Aber sind immer erst bei 45%. Verstehe ich gar nicht. Jetzt haben wir 4 von 4. Okay. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen schneller. Okay. Holz. Okay, Holz wird langsam wieder mehr. Jetzt fangen die schon an, das davor abzustellen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach, warum wird denn hier nicht gebaut bei dem Storage-Bahn? Verstehe ich gar nicht. Ich habe doch die Priorität wirklich uferlos hochgestellt. Los, nochmal. Los, mach hier was. Oh, selbst der Fisch steht da schon rum. Mist. Ich habe nämlich eben, erst als er voll war, realisiert, dass hier nur Holz, Stein und Eisen hin können. Und dass die ganzen Bären und das alles natürlich hier drin ist. Na, wenn uns das nicht mal das Genick bricht hier. Stehen unsere ganzen schönen Sachen da rum. Warum baut ihr denn nicht, Mann? Warum baut ihr jetzt 48, okay? Wenn wir jetzt mal einfach die Geschwindigkeit hochnehmen. Es kommt auch noch der Winter. Wobei, later autumn ist eigentlich später Herbst. Natürlich sehr ungünstig für uns. Jetzt ist früher Winter. Es ist ganz, ganz ungünstig, dass sie hier nicht weiterbauen. Oder haben die jetzt hier hinten noch weitergebaut? Haben die erstmal das fertig gemacht? Nö, auch nicht. Nö, hier wird auch nicht gebaut. Wir haben 6 Bilder. Vielleicht haben wir zu viel Bilder. Das mal so. Komm, du baut doch hier das Ding fertig, Mann. Oder haben die so viel mit Holz abhacken zu tun? Guck mal, hier steht die ganze Ernte rum. Ey, Leute, Leute. Oh, wo rennen die denn alle hin? Hier. Komm, wir werden mal den Befehl wegmachen. Die sollen jetzt sofort bauen. Los. So, jetzt hört auf hier, baut jetzt was. Ah, Mist, Feuerholz ist gleich alle. Oh, jetzt wird's echt panisch hier. Gucken, ob der Ofi jetzt gleich mal eine Langeweile hat vielleicht. Nee.
Gut, hier können wir ja sagen, dass sie das Holz hier noch abbauen sollen. Aber trotzdem wäre mir ganz lieb, wenn ihr hier weiterbaut an dem Storage, Mann. Es vergammelt uns doch alles auf dem Feld hier. 48 immer noch. Verdammt. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Na, vielleicht kurz mal die Farmer abziehen. Die können jetzt eh nicht arbeiten. Oh, wir haben den Winter scheinbar schon überstanden. Gerade so. Feuerholz ist echt knapp geworden. So, bin ich mal gespannt, ob sich jetzt irgendeiner herablässt, hier mal weiterzubauen. Hm. 4 von 4 Bauarbeiter zugeteilt. Oh. Warum baut ihr denn nicht weiter an meinem Storage, Mann? Oh Gott. Wir haben genug. Wir haben von allem genug. Genug Werkzeug, genug Kleidung. Ah. Achso, jetzt können wir die Farmer wieder einsetzen. Und wir werden jetzt mal die... Was passiert, wenn wir die Bauarbeiter jetzt auf 0 machen? Ah, okay. Wenn wir die wieder auf 4 machen. So. Okay. 8. Hä? Jetzt haben wir wieder 4. Los, jetzt. Ja, ja. Willst du bauen? Du baust da, oder? Nein, er rennt wieder weg. Die bauen nicht mehr weiter an meinem Storage-Bahn. Ach, so ein verflixter Mist. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Lebensmittel entwickeln sich gut, aber die bauen mir hier mein Ding nicht. Jetzt liegt da schon Werkzeug rum. Warum eigentlich nicht? Was macht ihr denn da hinten noch? Ich habe doch alle Befehle aufgehoben. Oh Gott. Ich habe alle Befehle hier für den Raum aufgehoben gehabt. So, und jetzt hier baut mir hier... Los! Das ganze Zeug wird schlecht. Jetzt, oder? Lässt sich irgendjemand herab? Tja, Leute, ich bin jetzt hier irgendwie festgebackt. Das ist natürlich total blöd. Dass die hier nicht weiterbauen. Gehen wir mit der Geschwindigkeit hoch in der Hoffnung, dass da jetzt nochmal was passiert, aber die bauen da überhaupt gar nicht weiter an dem Storage-Bahn. Ich weiß nicht warum. Vielleicht zu wenig Laborer? So. Hier haben sie auch nicht weitergebaut. Jetzt weiß ich warum, weil Steine fehlen. Steht das hier auch? Warte mal kurz, Steine fehlen. Klar. Mann, ey. Das habt ihr bestimmt schon gewusst, wa, Leute? So, dann holt mir mal hier Steine. Und ich wundere mich, warum die nicht weitermachen. Na. Na. Ach so, das sind gar keine Steine. Haha. So, holt mir jetzt mal alles, was ihr hier an Steinen findet. Naja, alles nicht, aber so ein bisschen. Und dann bin ich mal gespannt. Ob sie sich jetzt hier an die Steine machen?
Ach, guck mal, Holz haben wir jetzt schön. Ich hoffe, ups, ich hoffe, ich habe das Rätsel gelöst. Wobei, da steht Steine 11 von 16 und trotzdem bauen sie nicht. Doch, jetzt, ja, ach, 16 von 16, die konnten erst weiterbauen, wenn das voll ist. So, die Priorität haben sie auch erkannt, das ist sehr schön. Aber ich glaube, so langsam müssen doch dann unsere. Ja, guck mal, vom letzten Jahr, das Zeug ist alles vergammelt, alles weg. Oder die haben es dann auch aufgegessen mittlerweile. Ja, na endlich. Jetzt könnt ihr hier was reinpacken. Es lag an den Steinen. Okay, meine lieben Freunde, das war's erstmal. Super geil. Macht totalen Spaß. Und was ist da los? Herb-Limit ist erreicht. Ne? Dann setzen wir das mal hoch. Siehst du so? Gibt es hier noch irgendwo ein Limit, was erreicht ist? Nö. Gut. Oh, jetzt haben wir gleich wieder 8 neue Leute. Okay. Hier ist noch ein Limit erreicht. Na, dann gehen wir nochmal hoch. Und Holz kommt jetzt auch rein. Okay. Geben wir ihm nochmal einen Holzsammelbefehl. Und zwar hier kann er nochmal sammeln. Und hier könnte er auch noch sammeln. Und hier. So, und hier. Und wenn er richtig Langeweile habt, könnt ihr hier noch die Steine einsammeln. Aber nur wenn ihr Langeweile habt. Ich denke mal, das Eisen ist alle. Okay. Dann nimmt man das Eisen hier noch mit. Nein, dafür müssen wir natürlich Eisen markieren. So. Das haben wir uns ja nicht umsonst alles aufgehoben. Hier den kleinen Eisenbatzen könnt ihr auch noch mitnehmen. Ach so, ist ja jetzt eigentlich Schluss. Okay, Leute. Es ist schon wieder Winter. Lebensmittel haben wir, Feuerholz haben wir. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso einen Spaß gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Banish die Verdammten, die Verbannten. Und ich bin völlig waff, warum ich überhaupt schon so weit gekommen bin. Warum ich noch nicht tot bin. Warum ich hier überlebe. Warum das alles einigermaßen klappt. Ich bin ja irgendwie ganz stolz auf mich und auf euch. Und ich hoffe, dass da noch ein paar schicke Kommentare kommen, meine lieben Freunde. Und ansonsten guckt euch noch meine anderen Videos an zu diversen Spielen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, Überleben, Craften, Rohstoffe abbauen, Simulation, Pipapo, das ist mein Ding. Also ihr werdet hier kaum Ego-Shooter finden auf meinem Kanal. Vielleicht mache ich da mal was. Bis jetzt gibt es da eigentlich noch nichts. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer UFO-Mann.